John Rawls, Philosophieprofessor in Harvard, veröffentlichte 1971 seine bekannte Theorie der Gerechtigkeit, A Theory of Justice. In dieser Theorie der Gerechtigkeit wird der Versuch unternommen, alles rechtliche und wirtschaftliche Handeln unter der Maxime der Gerechtigkeit zu betrachten. Die für die christliche Sozialethik wichtige Gerechtigkeitsforderung wird bei Rawls zur kategorischen Maxime menschlichen Handelns. Im Hintergrund der Überlegung steht die angelsächsische Tradition des Sozialeudaimonismus. Rawls geht dabei in seiner Argumentation explizit auch auf die Gedankengänge Kants ein. Sein Ansatz findet sich in der Tradition der Gesellschaftsvertragstheorie. Hier ist der Ausgangspunkt der Überlegung, wie man die grundlegende Frage der Gerechtigkeit innerhalb organisierter Gesellschaften wie beispielsweise Staaten um- und durchsetzen kann. Wenn Gerechtigkeit den höchsten Wert innerhalb des gesellschaftlichen Systems haben soll, ist jetzt zu überlegen, unter welchen Prinzipien man dieser Forderung in Verfassung und Rechtsordnung nachkommen kann. Hier geht Rawls von einer fiktiven, idealen Gesellschaft aus, in der ein hypothetischer Vertrag zwischen allen Beteiligten unter den Bedingungen von Freiheit und Gleichheit erstellt wird. So werden die Grundsätze der Gerechtigkeit in diesem Vertrag unter einem sogenannten Schleier des Nichtwissens über persönliche Betroffenheit formuliert. Jedes Individuum ist auf diese Weise gezwungen, bei der Wahl der Grundsätze für die entstehende Gesellschaft nicht nur seine eigenen aktuellen Lebenssituationen, sondern auch die der Benachteiligten, in die man selbst in Zukunft kommen könnte, von Anfang an zu berücksichtigen. In solch einer fiktiven Ursituation werden die Menschen aus fairer Überlegung ihre Handlungen nicht nach dem Nutzenprinzip ausrichten, sondern sich zwei Prinzipien der Gerechtigkeit verschreiben, die die Zuweisung und Verteilung von Gütern innerhalb der Gesellschaft regeln. Erstens, jedermann soll gleiches Recht auf das umfangreichste System gleicher Grundfreiheiten haben, das mit dem System für alle anderen verträglich ist. Zweitens, soziale und wirtschaftliche Ungleichheit sind so zu gestalten, dass vernünftigerweise zu erwarten ist, dass sie zu jedermanns Vorteil dienen und sie mit Positionen und Ämtern verbunden sind, die jedem offen stehen. Das Freiheitsprinzip ist im zweiten Grundsatz damit systematisch vorgeordnet. Durch die Gestaltung von Ungleichheiten ist die Ausgangsposition und der Nutzen schwächerer und benachteiligter zu verbessern, um der Forderung nach Gerechtigkeit nachzukommen. Zur Sicherung gleicher Grundrechte können so durchaus wirtschaftliche Ungleichheiten eingeführt werden. Da nur die Entscheidungen und Handlungen gerecht sind, die nicht zulasten Schwächerer durchgesetzt werden können, übersteigt Rawls durch seine Prinzipien hier die Möglichkeit des Pragmatismus. Die unbedingte Forderung nach Gerechtigkeit wird in der Formulierung zu jedermanns Vorteil dienen deutlich. Das zugrunde liegende Menschenbild ist dabei unabhängig von religiös-politischen Motivationen geprägt durch die Gleichheit aller Beteiligten, die ausgezeichnet sind durch eine unveräußerliche Würde. Rawls Menschenbild weist damit keine unüberwindbaren Widersprüche zur christlichen Grundposition auf. Damit leistet Rawls einen entscheidenden Beitrag in der Verbindung des Menschenbildes mit der unbedingten Forderung nach Gerechtigkeit für alles menschliche Handeln.